Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Heute habe ich wieder ein leckeres und raffiniertes Rezept für euch, denn ich backe eine Torte mit zwei verschiedenen Böden. Einem Mandelboden und einem Biskuitboden. Auf den Mandelboden lege ich dann ein Pfirsichkompott, darauf kommt dann der Biskuitboden, darauf eine Quark-Joghurt-Creme und obendrauf kommt dann ein oranger Tortenguss. Und schon haben wir eine leckere, locker leichte Pfirsich-Quark-Joghurt-Torte. Doch bevor wir anfangen, abonniert doch schon meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Für den Mandelboden braucht ihr 100 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 3 Eier, 150 Gramm Mehl, einen gestrichenen Teelöffel Backpulver und 40 Gramm gemahlene Mandeln. Wie immer beim Tortenboden müssen wir zuerst die Butter mit dem Zucker und dem Salz cremig rühren. Und was kommt als nächstes in die Schüssel? Richtig, die Eier. Und die kommen heute alle zusammen rein. Ich vermische das Backpulver mit dem Mehl, gebe es in die Schüssel. Dann kommen noch die gemahlenen Mandeln dazu. Alles wird kurz miteinander verrührt und dann ist der Teig auch schon fertig. Doch bevor ich diesen in meine 26er Springform fülle, lege ich auf den Boden ein Backpapier, bestreiche den Rand mit Fett und bestäube ihn mit Mehl. Der Teig ist glatt gestrichen und ich stelle ihn jetzt für 25 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen. Während der Mandelboden im Ofen backt, bereite ich schon einmal den zweiten Boden zu. Und für den Biskuitteig braucht ihr 2 Eier, 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 60 Gramm Mehl und einen gestrichenen Teelöffel Backpulver. Diesmal fange ich mit den Eiern an und schlage sie schaumig. Und das dauert so 2-3 Minuten. Als nächstes lasse ich den Vanillezucker und den Zucker reinrieseln. Zum Schluss mischen wir wieder Backpulver und Mehl und rühren sie mit unter. Und schon ist auch der Biskuitteig fertig. Jetzt nehmen wir unsere alte Backform. Wir ziehen den Mandelboden einfach hier runter. Moment. Legen ein neues Backpapier auf. Drehen den Backrahmen einfach um. Denn so hoch wird der Biskuitteig nicht. Und füllen ihn dann ein. Moment, hier tropft's. Den Rahmen brauche ich diesmal nicht einzufetten, denn ein Biskuitteig muss klettern. Wenn man ihn einfettet, fällt der Teig zusammen. Den zweiten Boden backe ich ebenfalls bei 200 Grad, aber diesmal für 10 Minuten. Der Mandelboden ist abgekühlt. Ich habe 2 Dosen Pfirsiche abtropfen lassen und die schneide ich jetzt auch gleich klein. Bevor ich die Pfirsiche auf den Boden verteile, lege ich einen Backrahmen um meinen Boden und damit dieser nicht durchweicht, streue ich ein bisschen Sahnestreif da drauf. Für meinen Pfirsichkompott verrühre ich 450 ml Pfirsichsaft und 30 Gramm Sofortgelatine. Zuletzt kommt noch der Zucker dazu.
Den Saft gebe ich über die Pfirsiche. Und dann alles auf den Boden. Bevor wir mit dem Kuchen weitermachen, stelle ich den erstmal in den Kühlschrank, bis die Gelatine fest ist. Meine Pfirsiche stehen jetzt seit 45 Minuten im Kühlschrank und sind jetzt so fest, dass ich mit der Quarkcreme weitermachen kann. Und dafür verrühre ich 30 Gramm Sofortgelatine, 300 Gramm Magerquark, 300 Gramm 3,5%igen Joghurt, 1 Teelöffel Vanilleextrakt und 130 Gramm Zucker. Und dann noch einmal 15 Gramm Sofortgelatine mit 200 Gramm Sahne. Ich gebe den Quark, den Joghurt, den Vanilleextrakt in die Schüssel und verrühre alles miteinander. Während des Rührens gebe ich langsam die Gelatine dazu. Der Zucker kommt wie immer als letztes dazu. Und nun schlage ich die Sahne steif. Nachdem die Sahne steif ist, hebe ich sie unter. Die Creme ist fertig und kann jetzt auf den Kuchen und den hole ich jetzt aus dem Kühlschrank. Ich mache jetzt weiter, lege den zweiten Boden auf die Pfirsiche. Fülle dann die Quarkcreme auf den Boden. Und jetzt kommt die Torte für mindestens eine Stunde zurück in den Kühlschrank. Meine Torte stand für anderthalb Stunden im Kühlschrank und ist auch richtig schön fest geworden, sodass ich nun mit der Dekoration anfangen kann. Und dafür brauchen wir 250 ml verdünnten Multivitaminsaft, ein Päckchen klaren Tortenguss und unsere restlichen Pfirsiche. Und die schneide ich auch gleich einmal in Spalten. Und nun rühren wir den Tortenguss an. Ich verrühre den Saft mit dem Tortenguss und lasse beides kurz aufkochen. Ich habe beim Tortenguss keinen Zucker mit reingerührt, weil die Torte ja insgesamt schon süß genug ist. So. Jetzt kommt die Torte noch ein letztes Mal in den Kühlschrank, dieses Mal aber nur für 15 bis 20 Minuten. Meine Torte ist fertig, sieht ziemlich schon klasse aus, aber bevor wir sie anschneiden, werde ich damit noch ein paar gehackte Pistazienkerne streuen. Na dann los. Das ist meine Pfirsich-Quark-Joghurt-Torte. Unten haben wir den leckeren Mandelboden, dann das Pfirsich-Kompott, den extra dünnen Biskuitboden, die Quark-Joghurt-Creme und obendrauf die Pfirsich-Deko und den Tortenguss. Wenn ihr jetzt auch Appetit auf diese Mega-Torte habt, dann findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben, abonniert noch schnell meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!